Man könnte traurig sein oder sich ärgern. Denn das Meißener Literaturfest fällt ins Wasser. Besser gesagt, es fällt dem Coronavirus zum Opfer. Schade, schade. Aber Not macht erfinderisch. Musiker und Künstler haben uns geholfen, dieses kleine Video zu produzieren. Die Kunst, die uns auf den Straßen und Plätzen der wunderschönen Stadt Meißen fehlt, kommt direkt zu Ihnen nach Hause. Einen schönen guten Abend. Ich habe mich für heute entschieden, etwas von Heinrich Heine vorzulesen. Heinrich Heine, unerreicht, ein großartiger deutscher Dichter und immer wieder verblüffend aktuell. Der Text, den ich vortragen möchte, heißt Die Walesel. Die Walesel. Die Freiheit hat man satt am End und die Republik der Tiere begehrte, dass ein einziger Regent sie absolut regiere. Jedwede Tiergattung versammelte sich, Wahlzettel wurden geschrieben, Parteisucht wütete fürchterlich, Intrigen wurden getrieben. Das Komitee der Esel ward von Altlangohren regieret. Sie hatten die Köpfe mit einer Kokarde, die schwarz-rot-gold verzieret. Es gab eine kleine Pferdepartei, doch wagte sie nicht zu stimmen. Sie hatte Angst vor dem Geschrei der Altlangohren, der Grimmen. Als einer jedoch die Kandidatur des Rosses empfahl, mit Zeter ein Altlangohr in die Rede ihm fuhr und schrie, du bist ein Verräter, du bist ein Verräter, es fließt in dir kein Tropfen vom Eselsblute. Du bist kein Esel, ich glaube schier, dich warf eine welsche Stute. Du stammst vom Zebra vielleicht, die Haut, sie ist gestreift, zebräisch. Auch deiner Stimme näselnder Laut klingt ziemlich ägyptisch, hebräisch. Und wärst du kein Fremdling, so bist du doch nur Verstandesesel, ein Kalter. Du kennst nicht die Tiefen der Eselsnatur, dir klingt nicht ihr mystischer Psalter. Ich aber versenkte die Seele ganz in jenes süße Gedösel. Ich bin ein Esel, in meinem Schwanz ist jedes Haar ein Esel. Ich bin kein Römling, ich bin kein Slav, ein deutscher Esel bin ich, gleich meinen Vätern. Sie waren so brav, so pflanzenwüchsig, so sinnig. Sie spielten nicht mit Galanterei, frivole Lasterspiele. Sie trabten täglich frisch, fromm, fröhlich, frei mit ihren Säcken zur Mühle. Die Väter sind nicht tot, im Grab nur ihre Häute liegen. Die sterblichen Hüllen vom Himmel herab schauen sie auf uns mit Vergnügen. Verklärte Esel im Glorialicht, wir wollen euch immer gleichen und niemals von dem Pfad der Pflicht nur einen Fingerbreit weichen. O, welche Wonne, ein Esel zu sein, ein Enkel von solchen Langohren. Ich möcht es von allen Dächern schreien, ich bin als Esel geboren. Der große Esel, der mich gezeugt, er war von deutschem Stamme, mit deutscher Eselsmilch gesäugt, hat mich die Mutter, die Mamme. Ich bin ein Esel und will getreu wie meine Väter, die Alten, an der alten lieben Eselei am Eseltume halten. Und weil ich ein Esel, so rat ich euch, den Esel zum König zu wählen. Wir stiften das große Königreich, wo nur die Esel befehlen. Wir alle sind Esel, ia, ia, wir sind keine Pferdeknechte. Fort mit den Rossen, es lebe Hurra, der König vom Eselsgeschlechte. So sprach der Patriot. Im Saal die Esel Beifall rufen, sie waren alle national und stampften mit den Hufen. Sie haben des Redners Haupt geschmückt mit einem Eichenkranze. Er dankte stumm und hochbeglückt, wedelt er mit dem Schwanze.
Heinrich Heine, großartig. Ich hoffe, wir sehen uns zu den Meißner Literaturtagen. Ein wundervolles Fest, was es noch sehr, sehr lange geben möge. Und herzlichen Dank den großartigen Organisatoren, die so was Wundervolles auf die Beine gestellt haben. Auf Wiedersehen in Meißen beim nächsten Literaturfest.